Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass China keine Waffen an Russland liefern wird. Er sagte, wir sind uns alle einig, dass es keine Waffenlieferungen geben darf. Scholz fügte hinzu, die chinesische Regierung hat ja bekundet, auch keine zu liefern. Das fordern wir ein und das beobachten wir. Falls sich China doch für eine Waffenlieferung an Russland entscheiden sollte, werde das Folgen haben, sagte Scholz in einem CNN-Interview nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Auf die Frage des US-Senders CNN, ob er sich Sanktionen gegen China vorstellen könne, falls es Waffen an Russland liefere, sagte Scholz, ich denke, es würde Konsequenzen haben, aber wir sind nun in einem Stadium, in dem wir klarstellen, dass dies nicht passieren sollte und ich bin relativ optimistisch, dass wir in diesem Fall mit unserer Bitte erfolgreich sein werden. Aber wir müssen prüfen und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. US-Regierungsvertreter hatten kürzlich davor gewarnt, dass China seine neutrale Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgebe und mit der Lieferung von Munition und Waffen an die russische Regierung beginnen könnte. Konkrete Beweise habe die Bundesregierung für eine geplante Waffenlieferung Chinas an Russland allerdings keine. Dies bestätigte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Nachfrage einer Journalistin am Sonntag am Rande der Kabinettsklausur der BundesministerInnen in Meseberg. Bisher haben wir keine Beweise dafür, aber man muss das jeden Tag beobachten, sagte von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin äußerte sich zurückhaltend zur Frage möglicher Sanktionen gegen China, falls die Volksrepublik Waffen an Russland liefern sollte. Das ist eine hypothetische Frage, die erst beantwortet werden kann, wenn sie Realität und Tatsache würde, so von der Leyen.